Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Keller-Video. Ich kann mich jede Folge nur bedanken über eure ganzen vielen Kommentare. Dankeschön nochmal. Ich freue mich übrigens, dass die Videoreihe euch so gefällt, obwohl ich bin ja eigentlich nur ein Keller. Und da mir das Spaß macht und anscheinend euch auch, habe ich mir so gedacht, warum denn eigentlich immer nur Keller? Also ich habe mir auch wirklich überlegt, ich meine, ich habe die Kamera dazu, ich habe das Equipment dazu. Ich könnte auch vielleicht draußen irgendwann mal Vlogs drehen, wenn ich die Zeit dazu habe. Auf jeden Fall, ich habe hier unten ein kleines bisschen weitergemacht. Und ja, Kevin hat sich auch nochmal in den Kommentaren gemeldet. Grüße dich, Kevin. Und was steht heute eigentlich nur an? Also mir ist aufgefallen, mir liegt gerade momentan sehr, sehr, sehr viel im Weg. Und ich muss hier ein kleines bisschen aufräumen, bevor ich da vorne weitermache. Aber übrigens, die Wand hier, die habe ich fertig. Ich zeige sie euch gleich. Ich meine, ich muss zwar noch ein paar Wände abklopfen, aber ja, mir liegt echt richtig viel im Weg. Und ich denke mal, na gut, es sind wieder ein paar Tonnen, die ich hier rausschleppen muss. Das machen wir als erstes. Aber nee, ich zeige euch erstmal ganz kurz die Wand und dann räume ich ein bisschen auf und dann kloppen wir die Wand noch ab. Und ich hoffe, ich komme heute ein bisschen weiter als sonst. So Leute, hier liegt echt viel im Weg. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt wirklich... Es hat gestern den ganzen Tag gedauert, aber ich habe es fertig. Hallo Licht, das muss ich gleich noch aufladen, das habe ich nachher wieder im Batzen. Großteils fertig. Oben habe ich halt noch ein paar kleine Probleme. Das ganze Zeug hier reinzuspachteln, ist immer ein bisschen kompliziert. Übrigens, danke nochmal für eure ganzen Kommentare, also für eure Tipps. Ich habe einige versucht zu berücksichtigen, habe es auch probiert. Zum Beispiel die Masse dünner anrühren, um das hier besser zwischenzukriegen mit einem Spritzbeutel und so weiter. Ich hatte es mal ein bisschen probiert, hat aber nicht ganz so geklappt, weil wenn die Masse so flüssig ist, der Sandstein saugt permanent das Wasser auf und bröckelt dadurch die ganze Zeit ab. Deswegen musste ich es weiter mit so einzelnen kleinen Fugenstrichen weitermachen. Hätte mir auch gewünscht, dass es besser funktioniert, aber wie gesagt, Sandstein ist ein bisschen wasserempfindlich. Gut, ich muss auf jeden Fall das ganze Chaos hier mal ein bisschen bereinigen, weil jedes Mal, wenn ich die Treppe irgendwie hoch oder runter will, dann rutsche ich auf den Stein aus und fliege mal fast auf die Fresse. Also ran ans Saubermachen, dann die Wand. Oh, das ist definitiv mal richtig gesund. Und es war jetzt erstmal nur die Treppe. Das waren jetzt schon, glaube ich, drei Eimer und ja, der ganze Boden hier ist noch voll. Ich glaube, für den Rest muss ich mir erstmal einen Staubsauger holen, weil jedes Mal, wenn ich das runterkehre, ist hier unten eine Wolke. Ich habe zwar schon das kleine Fenster da hinten offen und oben die Tür offen, aber boah, ich hole mal fix einen Staubsauger. PS, das ist keine Staubsaugerwerbung, obwohl das Ding ist schon echt geil. Ach, bevor ich es vergesse, lieber Kevin, Küsschen aufs Nüsschen. So, ich schwitze ein bisschen, hier drin ist keine Luft. Aber ich habe zumindest mal einen Großteil hier wegmachen können, gerade hier ringsrum. Sieht schon, ja, wie soll man es sagen, ja gut, bis auf den Haufen ganz in Ordnung aus. Und ja, Freunde, ich habe Kevin gerade ein bisschen auf den Kieker. Ich hoffe, dass er ja im Kinderheim auch noch Internet hat, damit er meine Videos sehen kann. Gut, ich werde jetzt den Haufen hier rausbringen, den Haufen da vorne. Und dann werde ich wieder alles dreckig machen, weil ich die Wände abklopfe. Wo wir gerade bei Wände abklopfen sind, mir ist gerade aufgefallen, so viel ist es jetzt gar nicht mehr. Also, da ich jetzt schon großteils fertig habe, pass mal auf, ich brauche ja bloß noch, die Wand ist ja schon alles abgeklopft. Ich brauche ja bloß noch hier alles runter verspachteln, aber ich werde, denke ich mal, nur den vorderen Bereich hier machen. Gut, hier muss ich auch noch ein ganz kleines bisschen, aber es ist nur noch großteils die Wand, die ich abklopfen muss, verspachteln, also abklopfen machen wir gleich, und die Decken. Also, nur noch ein kleines bisschen zum Glück. So, will jetzt aber nicht lange drum herum quatschen. Wir fangen jetzt an. Noch ist es Tag draußen, also seht es am Fenster. Aber es wird bald dunkel. Also wenn ich das hier fertig habe mit dem Abklopfen, wird es schon dunkel sein. Und muss das verspachteln, dann denke ich mal auch auf den nächsten Tag verschieben. Ich weiß, ihr seht gerade gar nichts, weil die Lampe da vorne war. Tut mir leid. Also fangen wir einfach mal an.
Ich habe jetzt so ein gesundes Knirschen zwischen den Zähnen. Und ja, die ganze Bude ist wieder staubig. Hat sich vorhin echt gelohnt zu fegen. Aber gut, ich stolper zumindest nicht mehr über meine eigenen Füße. Ich habe jetzt die Rillen alle ein bisschen freigearbeitet. Ich habe auch probiert, mit so einem Ding hier zu arbeiten. Bringt aber ehrlich gesagt gar nichts. Denn ich habe hier so eine Stellen, da kannst du drüber schleifen, drüber rubbeln, das fällt einfach nicht ab. Da musst du richtig drauf kloppen, damit das abspringt. Und deswegen ist das eine richtig ekelhafte Arbeit. Gut, hab die Fugen jetzt großteils frei. Werde es dann auch ein kleines bisschen drüber schrubben oder mit einem kleinen Spachtel so ein bisschen rumpieksen, dass ich das rauskriege. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, für die Leute, die immer in die Kommentare schreiben, kein Arg, D-Abo. So, gut, ich denke mal, das war's für heute. Ja, ich putze das nachher alles weg und dann können wir anfangen, den Rest zu verspachteln. Dann fehlt noch, wie gesagt, die Wand und die Decke. Dann heißt es Teppich kaufen, Couch besorgen und Licht anbringen. Also, gut. Denn wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf ein Like freuen, ein nettes Kommentar von dir und bis zum nächsten Mal. Haust rein, mach's gut. Ciao.